overdeveloped left brain individuality. Yeah, and I like that you've talked about how manifesting feeling that you think that goal will bring you, right? And so now that we're on the other side of this book launch and looking at all. Our egos like to prove how good we are, but it's never about that, right? It's always about who we're going to impact on the way. Yeah, I love that. Where can people find you online? So Ziva, Z-I-V-A, meditation.com is where our in-person classes, our online classes live. The book is basically anywhere books are sold. You can go to Amazon, Barnes & Noble, Books A Million. Subscription to Skillshare is less than acquiring those skills today. Until next time, my friends, be legendary. Take care. Thank you guys so much for watching and being a part of this community. Everybody, welcome to Impact Theory. Our goal with this show and company is to introduce you to the conscious global empire, national best-selling author, widely lauded educational platform, B School. She is both disrupting education and helping to develop tens of thousands of the next. And I was so insecure in my mind, starting a life coaching business as a 23-year-old, like the logical part of my mind was like, who the hell is gonna hire a 23-year-old life coach? This is the dumbest, silliest, stupidest thing you've ever tried in your life. And I had been on Wall Street, I'd worked in the magazine industry, I'd done all these things and basically hit all these different walls. And when I was trying to figure out how to be an entrepreneur at 23, and this is like the late 90s, early 2000s, no work for you where you have an opportunity to get so into the movement and the process itself that this thing recedes to the back. Opens up a channel in me like nothing else. Sometimes it could be taking a great walk. I want to push you a little bit on opens the channel so I really understand it. Yes. Is it where you feel like you can hear the little voice in your mind? Is it where you're... Ironically, you can't... Erstens, ich brauche eine Pause. Ich bin jetzt 2 Stunden gefahren. Zweitens, ich brauche Wasser zum Duschen. Deswegen habe ich auch einen Friedhof ausgewählt als Ziel. Ich dachte mir so, ja, wenn ich es nicht schaffe, weiterzufahren, dann habe ich zumindest schon mal Wasser geholt. Ich habe das Gefühl, das ist der einzige Friedhof, der kein Wasser hat. Hier ist auch gar keine Erde auf den Gräbern. Das sind nur Sachen abgestellt, zum Beispiel Kreuze oder Tafeln mit Schrift oder Blumenvasen mit Blumensträußen. Wenn man Blumenstrauß oder eine Blumenvase hat, muss man ja in die Blumen, das Blumenwasser mal erneuern. Das so. Das war nicht mein Deckel. Wo habe ich meinen Deckel hin? Erstmal hier noch dafür. Wo habe ich meinen Deckel hin?
Reifen. Ein weißer Buckel. Was ich wohl denn hingetan habe. Da ist er. Okay, das wäre schon mal erledigt. Und jetzt mache ich noch einen kleinen Spaziergang zu der Kirche davor. Die schaut nämlich klasse aus. Erstmal das Wasser ins Auto bringen. Nicht als Sprachnachricht, du hättest dann anrufen müssen. Aber bei uns kriegst du dann eine richtige Prothese oder einen Rollstuhl. Was ist denn das für eine krasse Kirche? Das ist ja keine Kirche, das ist ja ein Dom. Wow, Wahnsinn. Das ist ein hübsches Gebäude. Sehr schön. Ich höre dich singen. Jetzt höre ich dich wieder nicht. Ich glaube, das hat dann so keinen Sinn. Also. Bis auf den kleinen Yorkshire Terrier, ein sehr friedlicher Ort, wo eigentlich ein Fluss wäre, der jetzt aber ausgetrocknet ist. Also vermute ich mal, dass der Wasserfall auch ausgetrocknet ist. Oh, aber hier gibt es eine Toilette. Das ist ja super. So, da ist das Kloster. Ich gehe jetzt trotzdem ein bisschen spazieren. Ich bin so K.O. Ich mag das nicht, wenn ich stundenlang fahren muss. Aber heute habe ich kein Internet am Abend. Das heißt, ich kann den ganzen Abend editieren, bis mein MacBook leer ist. Und morgen fahre ich ja wieder weit. Dann kann ich es ja wieder aufladen. Und da plätschert es schon. Dann wird es den Wasserfall wohl auch noch geben. Da ist ein Bussard oder ein Habicht. Er schreit mich. Oh. Jetzt sitzt er wahrscheinlich irgendwo. Ja, nicht mal weit. Sehr gut, da ist auch ein Parkplatz, sogar mit Holzstapel. Das ist doch super. Das ist ein cooler Pool. Der ist bestimmt mehr als ein Meter tief. Das klingt gut. Ah, das ist schön. Geil. Ah, wow. Richtig cool. Ja, krass. Wow. Na, da gibt es ja mehrere Bademöglichkeiten. Puh. Ein Riesenpool zum Beispiel. Da oben ist eher flach.
Ja, ich würde sagen, dann hole ich mal mein Auto. Ist halt unter der Woche, gell? Und die Saison ist schon vorbei, irgendwie. Wow, da ist ein Riesenpool. Ich glaube, der Pool ist am besten, wenn ich die Kamera auf den großen Felsen stelle, dann sieht man auch den Wasserfall, denke ich mal. Oder auf den Felsen, ja, dann sieht man mich und den Wasserfall, genau. So werde ich das machen.